Ich möchte mich an dieser Stelle als Erstes ganz herzlich bei Martin Schulz bedanken, dafür, dass er hier mal eine klare Ansage gemacht hat. Rechtsradikale in diesem Parlament sind nicht nur ein Problem, Rechtsradikale in diesem Parlament sind unappetitlich. Und wenn man sich das anguckt, dann haben sie außer dumme Sprüche keine Inhalte, keine Lösung. Das ist peinlich, es ist weder bürgerlich. Man muss sich diese Traurigen da nur angucken und dann weiß man, von denen sind keine Lösungen zu erwarten, sondern nur Spaltung, Hetze und alles das, was bei denen dazugehört. Hass macht hässlich. Schauen Sie über den Spiegel. Wenn Sie sich das angucken, dann werden Sie feststellen, dass es keine Inhalte gibt. Herr Gauland gibt ja manchmal Interviews. Ab und an sollte man sie sich antun. Bei einem seiner Sommerinterviews hat er gesagt zum Klimaschutz, ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was der Mensch gegen Klimawandel tun kann. Zu Digitalisierung hat er gesagt, von einer Strategie zu Digitalisierung kann nicht die Rede sein. Und ich wüsste im Moment auch keine. Während Herr Meuthen als Bundessprecher die Abkehr von der zwangsfinanzierten Umlagesystem fordert, stellt Herr Gauland fest, dass er nicht glaube, dass wir vom Umlagesystem wegkommen und so weiter. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Von wem? Von Rechtsradikalen brauche ich keinen. Danke. So, heißt also, wenn Sie sich das im Ergebnis angucken, ja, wie ist das mit den Getroffenen, nicht? Das merkt man doch. Rechtsradikale können spalten, sie können hassen, sie können an den Hass appellieren. Und wenn sie dann selber einmal angesprochen werden, dann reagieren sie genauso, weil sie wissen, dass es stimmt. Schauen Sie in den Spiegel, dann sehen Sie, was diese Republik in den 20ern und 30ern des Elend geführt hat. Und wenn man dann von der AfD ab und zu mal sowas wie Inhalte mitkriegt, dann kämpfen sie für die Reichen, dann kämpfen sie gegen die Rente, dann kämpfen sie gegen alles das, was dieses Land zusammenhält. Gleichzeitig ist es so, dass die AfD in diesem Land die Partei ist, die sich hier hinstellt, und das kann man ja beobachten, 40 Milliarden mehr für die Verteidigung ausgeben will, aber nichts für die Rentner. Man kennt das, von Rechtsradikalen kann man keine Lösung erwarten. Und wenn sie dann jetzt auch noch gehen, kann man ihnen nur einen Spruch zurufen. Liebe Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Kahrs, reden Sie weiter. Doch, dass es im Bundestag auch wieder sachlich zugehen kann, immer dann, wenn die AfD weg ist.